Heute zeige ich euch den PCL Vintage Amp SM60 als Top-Teil, Mini-Top-Teil. Clean-Kanal, zweiter und dritter Kanal. Und das kleine Top-Teilchen sitzt auf einer 1x12er-Box. Hier die Mitten ein bisschen angehoben auf 14 Uhr. Die Bässe sind jetzt auch so 14 Uhr, zwischen 13 und 14 Uhr. Die Höhen ganz leicht angehoben. Und habe da einen sehr, sehr weichen Sound. Wenn ich jetzt schön Hall dazu gebe, kann ich ein bisschen ins Fenderlager gucken. So, jetzt drehen wir mal den Mittenregler zurück auf 10 Uhr. Das klingt dann so. Mittelposition. Es ist wirklich ein Transistorverstärker und ich finde, er fühlt sich unheimlich gut an, er ist wahnsinnig schnell. Und er verzeiht aber auch nichts, er ist sehr, sehr genau, der Verstärker. Ich stehe da drauf. Nicht unbedingt jedermanns Sache. Viele Röhren-Amps sind, die dicken das ganze Signal an und man kann sich ein bisschen verstecken dahinter. Gerade Fender-Amps, die ich übrigens auch sehr mag. So, jetzt gehe ich mal mit meinem Fußschalter hier in den verzerrten Kanal, und zwar in den ersten. Den habe ich jetzt sehr, sehr mittig eingestellt. Ich bin hier auf 3 Uhr für einen schönen Blues-Sound. Der Amp wurde modifiziert von PCL und zwar kann ich hier in der ersten Gain-Stufe das Ganze ein bisschen schöner regeln als beim normalen Modell. Normalerweise hat man hier bei 9 Uhr schon das volle Brett und ich bin hier auf 12 Uhr gerade und habe jetzt einen schönen angezerrten Sound. Würde bei manch anderen noch als Clean Sound durchgehen. So, ich habe hier ein Delay oben auf dem Top-Teil liegen. Das gebe ich jetzt mit dem parallelen Effektweg nochmal dazu. Ich habe ein kurzes Delay drauf. Da kriegt man einen schönen Slapback-Sound à la Robin Ford. So, ich mach's mal wieder aus. Jetzt gehe ich mal mit dem Gain-Regler noch weiter zurück, mal auf 9 Uhr. So. Also nur wenn ich hart anschlage, verzerrt der Amp, ansonsten ist der sehr, sehr clean. Jetzt schalte ich mal zurück in den cleanen Kanal, in den 1er. Der klingt sehr fett und viel besser jetzt. Jetzt gehe ich mal wieder in den ersten. Klingt insgesamt mittiger. Jetzt kann ich mal die Mitten zurückdrehen. Also mancher Amp wäre froh, wenn er so einen schönen Clean-Kanal hätte. Gut, aber ich gehe wieder zurück auf 12 Uhr. Klingt so. So, wenn ich jetzt hier im ersten verzerrten Kanal, sagen wir mal, bis 14 Uhr gehe, dann hat man ein richtiges Rock'n'Roll-Brett. Gut für AC/DC und Co. Gerade ohne Hall klingt es schön trocken. Ja, so in dem Stil. Jetzt gebe ich Hall dazu, mache mal ein längeres Delay. Dann komme ich in so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Gary Moore Blues Sound. Und so weiter. Der Amp
reagiert wahnsinnig gut darauf, was ich mit der rechten Hand reinspiele. Also der Anschlag ist sehr, sehr gut zu hören. Jetzt gehe ich mal hier mit dem Volumenregler zurück. Das Delay wieder aus. Jetzt bin ich clean, drehe auf. Hier. Und habe wieder meine Verzerrung. Also ich könnte mit der Musik, die ich in meiner Band spiele, also Blues, Blues, Rock, Funk, Soul, solche Geschichten, ich könnte eigentlich den ganzen Abend auf diesem verzerrten Kanal spielen und alles mit dem Volumenregler machen. Das geht einwandfrei, habe ich bei Sessions auch schon gemacht, wenn ich zu faul war, meinen Fußschalter anzuschließen. So, jetzt gehen wir hier in den zweiten verzerrten Kanal, hier Gain 2. Ich habe jetzt dieselbe Klangregelung eingestellt. Da hört man schon wieder M noch mehr Verzerrung bietet. Gehen wir mal hier auf 15 Uhr. Und jetzt zeige ich euch das Ganze auch wieder mit dem Volumenregler, wie ich das regeln kann. Auf Clean. Und ich drehe hoch. So, das sind die drei Kanäle. Ich spiele jetzt einfach noch ein bisschen mit dem Amp euch was vor. Sagen wir mal in G-Dur. Kurzes Delay. Und ich schalte einfach ein bisschen zwischen den Kanälen hin und her und bewege auch den Volumenregler. Lediglich 12 Kilo. Ganz, ganz leicht. Das Teil lässt sich super transportieren, das Setup. Und obwohl da nur ein Speaker drin ist, macht die Box so dermaßen Druck. Also ich habe wirklich oft das Gefühl, hinter mir steht ein Fender Twin Reverb. Setup ist klasse, wiegt nichts und es klingt wie ein ausgewachsener Röhrenamp. Lässt sich ein bisschen anders spielen, man muss sich daran gewöhnen. Er ist viel, viel ehrlicher als so mancher Röhrenamp. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich natürlich nicht aus bei diesen ganzen Heavy-Röhren-Amps, aber wenn wir jetzt mal so die Klassiker nehmen, Bassman, Marshall Blacksey und solche Geschichten, das sind die unterstützen einen mehr. Und der Vintage-Amp ist wahnsinnig direkt, löst super klar auf, was mir im Bandkontext total gut gefällt. Klingen tut er sowieso gut. Und das Spielgefühl, das ist absolute Geschmackssache. Und wie gesagt, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja.
probiert das einfach mal aus, das Teil. Ihr könnt ins Saarland fahren, zu PCL direkt und die Teile testen. Oder ihr geht zum Beispiel nach Würzburg in die Musikboutique, da könnt ihr die Teile auch testen.